Heute gibt es einen kleinen Freestyle. Und was wir heute machen, sind Fusilli mit Salsiccia. Und wir machen das alles in der Pfanne, überbacken das nachher noch so geil mit Tomaten und Erbsen und so. Was hatten meine Eltern, meine Großeltern früher immer mal irgendwie zu Hause? Bei Mozzarella immer da und Tomaten, Pasta sowieso. Und die Erbsen ist halt einfach so ein Ding, das ist halt in Süditalien halt einfach populär. Dementsprechend waren die auch immer da. Und daraus basteln wir heute was richtig Geiles. Es wird richtig gut. Wir fangen dann einfach an mit ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch. Denn das ist das, was als erstes gleich reinkommt. Als nächstes der Knobi. Das Gute ist jetzt, wir gehen jetzt an die Pfanne. Ich habe mir hier schon eine vorbereitet. Ich habe jetzt hier auch mal, komm mal rum Luigi, weil hier das Besondere an dieser Pfanne, da ich ja hier alles fertig mache, das ist halt eine, die kann einwandfrei so nachher in den Ofen. Und weil wir das Ganze nachher nämlich überbacken, weil wir den Büffelmozzarella haben, macht es halt Sinn, wirklich halt so eine taugliche Pfanne zu haben. Öl rein. Ich habe es jetzt noch nicht heiß gemacht, also das wird jetzt gleich, weil ich jetzt gleich nämlich noch ein bisschen Zeit für die Salsiccia brauche. Ich kann das jetzt hier gleich brutzeln. Und hier brauchen wir wieder nur das Innere. Es ist ein bisschen Friemelarbeit, aber ihr kriegt es relativ gut da weg. Wenn ihr dann so Stücke habt, die so ein bisschen in der Haut drin bleiben, schau mal hier, dann lege ich mir die Hautseite hier aus und nehme die stumpfe Messerseite, um das hier quasi so rauszudrücken. So, ihr seht jetzt hier, habe ich die ganze innere Salsiccia-Masse und die kommt jetzt hier in die Pfanne. Übrigens, warum Italiener eigentlich grundsätzlich gerne lieber Salsiccia als reines Hackfleisch nehmen oder halt immer mindestens Salsiccia auch mit dazu mischen, wenn sie irgendwie gehacktes Fleisch brauchen. Das liegt halt einfach daran, dass die Wurst halt einfach schon deutlich intensiver gewürzt ist und weil es halt einfach auch so typisch italienisch ist und wir wissen das ja alle Italiener, ich ja auch, kochen halt einfach gerne mit Sachen, die sie kennen, die sie gewohnt sind, die sie da unten haben, die sie zu Teilen ja auch selber machen können, weil viele machen ihre Würste halt auch selber. Und wenn ihr die nämlich auch mal selber machen wollt, haben wir bei uns auf Oh My Italy auch ein passendes Rezept dafür. Wie ihr seht, wir kümmern uns um euch. Und jetzt kommt hier ein bisschen Kraut. Dafür habe ich jetzt hier so ein bisschen Thymian. Und das müssen wir jetzt hier irgendwie auch so gar nicht runterholen, weil ich brauche jetzt nur den Geschmack. Leg die Zweige hier einfach so ein bisschen rein. Lass das ein bisschen mitbrutzeln. Und hole es dann aber gleich irgendwann wieder raus. Dann haben wir auch noch ein paar Erbsen, die jetzt auch schon mal dazukommen. Wenn die Erbse Saison hat und ihr kriegt frische Erbsen, dann natürlich gerne. Ich gebe es zu, ich habe jetzt hier TK-Erbsen, ist aber auch gar nicht verwerflich. Als nächstes kommen jetzt unsere Tomaten. Die halbiere ich einfach nur. Die Tomatoes köcheln so ein bisschen vor sich hin und für diese wunderschöne Pfanne, so schön sie auch ist, hatte ich keinen passenden Deckel. Auch keine andere passend große Pfanne, um einfach eine Pfanne drüber zu legen. Deshalb gibt es einen Trick. Haben wir mal gelernt, und zwar einen mit Backpapier. So, wir haben uns jetzt ungefähr die Pfannenform hier so ausgeschnitten, legen es einfach drüber und das Ganze hält die Hitze dann drin und aber auch den Geschmack der Tomaten und wir wollen jetzt wirklich halt, dass es nicht alles so rausdampft, sondern dass die Tomaten wirklich jetzt so langsam die Flüssigkeit verlieren, dass da eine Soße draus wird. Ja, deshalb müssen wir es jetzt irgendwie abdecken. Das Wasser kocht auch und hier können wir jetzt salzen. Und dann auch schon mal unsere Nudeln dazugeben. Hier haben wir die Fusilli. Ich habe hier so zwei so eine echten Büffelmozzarella-Bomben. Ich nehme jetzt erstmal hier die Kräuterstängel raus. Ich gebe jetzt aber noch ein bisschen mehr Nudelwasser dazu, einfach damit noch so ein bisschen mehr heiße Flüssigkeit drumherum ist. Das heißt, die Tomate liegt auch noch mehr im warmen Wasser, beschleunigt den Vorgang und gibt uns dann aber auch einfach am Ende noch ein bisschen mehr Soßenmasse. Hier müssen wir jetzt ein bisschen wieder gucken. Wie salzen wir von der Häufigkeit? Wir brauchen erstmal Pfeffer. Wir haben ja das Nudelwasser dran. Da war schon so ein bisschen Salz dran. Pfeffer muss aber trotzdem noch dazu. Sag mal übrigens noch eine Sache. Auch Chili würde hier sehr, sehr gut dazu packen. Dann hätte man es auch am Anfang noch mit angebraten. Ich will das Ganze jetzt hier allerdings nicht zu scharf machen. Ich tue jetzt trotzdem auch erstmal noch so ein bisschen Salz dazu. Und was natürlich zur Säure der Tomate immer gut als Gegenspieler passt, ist der Zucker. So, das Ganze geht jetzt hier von dem Topf in die Pfanne. Schau mal hier, das rühren wir jetzt hier noch so ein bisschen richtig ein. Ihr habt am Anfang gesehen, da habe ich noch nicht alle Erbsen verballert. Ein paar habe ich da schon mit am Anfang mit angebraten. Ein paar tun wir jetzt hier noch einfach drüber. Jetzt kommt
Und hier, Leute, übertreiben wir hart. So, jetzt haben wir richtig voll das Ding, das flanken wir so richtig voll. Denn das soll richtig Spaß machen beim Essen. Soll ja niemand am Ende sagen, wir hätten zu wenig Mozzarella genutzt. Das Ganze ist jetzt im Backofen, haben wir vorgeheizt, wichtig auf Oberhitze, weil das Ding soll einfach nur von oben jetzt so eine komplette Bräunung bekommen. Wie gesagt, die Pasta ist schon sehr al dente bis fast fertig, die Soße ist ja auch durch, auch da muss nichts mehr weiter kochen. Das haben wir alles hier auf den Herdplatten gemacht. Nur Büffelmozzarella darf sich da jetzt so schön drüber legen. Okay, Luigi, ich komme. Boah, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich das hier gleich esse. Guck dir das mal an. Also Leute, das ist, ich glaube, für solche Dinge wurden wahrscheinlich so Begriffe wie Foodporn entwickelt. Das ist nicht nur geil, das sieht nicht nur geil aus, das schmeckt geil, das ist einfach eine wahnsinns leckere Bombe. Macht es unbedingt nach, ihr werdet es lieben, vertraut mir, es geht auch wirklich relativ einfach, relativ schnell. Ihr lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare neue Rezeptideen oder halt auch irgendwie andere Dinge, wonach euch gerade ist. Abonniert den Kanal, vor allen Dingen die Glocke, damit ihr kein Video verpasst, und wir sehen uns in der nächsten Show. Also Leute, ciao!